Herzlich willkommen zurück hier bei Anno 2070 über unserem wunderschönen Bahnhof und ich gehe mal direkt aus der Postkarte wieder raus. Der weltweite Marktführer. Was? Sie tragen eine große Verantwortung. Ja. Mein Gott, jetzt kriegen wir wegen Versorgung Mobilität. Ja, nee, echt? Ah, guten Tag. Was so, wir haben alles soweit erfüllt, bis auf bionische Erweiterung. Die haben auch immer wieder Sonderwünsche. Die können wir, glaube ich, noch gar nicht. Nö, haben wir auch noch nicht. Was brauchen wir denn dafür, dass wir die überhaupt bauen können? Bionische Erweiterung, nicht zufrieden, bla. Aber, wie kriegen wir die? Und vor allem, wie kriegen wir Diamanten? Ich habe jetzt in dem Cut nicht nochmal eben die Aufnahme gestoppt und nachgeguckt. Ich weiß immer noch nicht, wie wir an Diamanten kommen sollen. Ich bin mir fast sicher, dass wir die aus der Arktis fischen sollen, aber ich weiß nicht wie. Oh Gott, wir brauchen da hinten einen weiteren Bahnhof, fällt mir gerade auf. Oh nein. Was soll man an dieser Firma nicht mögen? Und wo bauen wir die hin, diesen Bahnhof, dieses Ding? Oh shit, ich wäre ja für hier. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Tut mir leid, Leute, ich wollte das wirklich nicht, aber ich brauche den Platz. Tut mir leid, ich muss hier mal... Was ist das für eine Produktion, bevor ich sie einreiße? Ist ein Transportzentrum. Okay, kann man das hier irgendwo hin verschieben, sodass es nicht im Weg steht? Kann man, glaube ich, nicht. Also, tschüss. Wir haben keinen Mangel an Transportfahrzeugen, also war es nicht so schlimm, dass wir das Ding abgerissen haben. So, dann reißen wir jetzt hier noch die letzten Feldwegsreste weg. Straßenreste, Entschuldigung. Ich erwähnte bereits, dass ich da leicht vorgeschädigt bin aus alten Tagen. Und dann bauen wir da noch einen Bahnhof rein. Ich hoffe mal, dass das passt. Noch nicht ganz. Wir brauchen also noch eine Reihe Häuser, die dran glauben muss. Oh, das tut mir furchtbar leid, aber ihr steht im Weg. Warum musstet ihr auch ausgerechnet da eure Häuser bauen? Ach, das war ja ich. Sorry, falsch geplant. Das war ein Planungsfehler. Das konnte niemand vorhersehen. Damit haben wir jetzt auch hier einen Bahnhof. Zwei Bahnhöfe in der Stadt kann ja nicht schaden, ne? Dann hat man ja eine schnelle Verbindung zwischen den beiden. Können wir jetzt mal einen Feldweg kriegen? So. Ich wollte eigentlich nur eine Straße bauen und irgendwie ging das gerade nicht. Da machen wir mal eine doppelte hin und hier machen wir nochmal zu. Können wir denn dann da noch so kleine Häuser reinstellen? Zwei Stück? Ja. Das können wir. Das ist gut. Wir haben wieder zu wenig Energie. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ja. Ganz entspannt der Herr. Da haben wir ein Kraftwerk hingestellt, da ist das zweite. Das heißt, wir könnten das hier einfach noch erweitern. Jetzt ist es komplett ausgebaut und jetzt haben wir auch wieder Energie. Wenn auch nicht unbedingt viel, aber wir haben Energie. Das reicht ja erstmal hoch. Schieben wir da Akkus, vollgeladene Akkus weg oder wie? Sieht ja fast so aus, als würden wir hier einfach Energiezellen laden und die hier über so ein Förderband in unsere Station pumpen. Alter, diese Kamera. Alter! Was ist denn das hier für ein Steuerungsproblem? So. Und hier scheint diese Energiezelle dann wieder in Energie umgewandelt zu werden oder was. Ich verstehe das gerade nicht so ganz, wie das hier funktionieren soll. Aber es sieht fancy aus und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wo waren wir denn stehen geblieben? Brauchen wir irgendwas? Wir haben wieder zu wenig Biokost und wir brauchen noch mehr Luxuskost. Ich könnte kotzen. Was brauchen wir denn für die Luxuskost eigentlich mehr? Wir haben Fleisch noch genug, wir brauchen mehr Wein und dann können wir wahrscheinlich schon Luxuskost wieder weiter aufbauen. Drehen wir einmal die Kamera, bitte. Wein werden wir nie genug haben. Das ist, glaube ich, hier so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nie genug Wein hat. So, dann können wir das hier zur Seite hin erweitern. Da oben hin wird es nicht mehr gehen. Da können wir höchstens noch so ein paar andere Einheiten dran bauen. So. Das Ding ist jetzt gesperrt. Davon haben wir jetzt ja auch erstmal genug. Dann können wir hier noch so ein paar Lagerblöcke dran setzen. So, und dann hätte ich gerne auch noch eine Reparaturdrohne. Oder zwei. So, und das hat dann zu reichen. Damit haben wir dann jetzt auch wieder mehr Wein. Fleisch haben wir noch ein bisschen. Das könnten wir aber auch ein bisschen mehr vertragen, glaube ich. Oh, falscher Klick. Das Ding ist aber... Die Rinderfarm ist komplett am Limit. Da können wir nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie weit wir mit dem kommen, was wir haben. Das
Können wir die noch ausbauen? Ich glaube nicht, ne? Haben wir die schon am Limit? Doch, die können wir noch ausbauen. Das ist gut. Dann machen wir das mal. So und so. Dann haben wir die jetzt auch am Limit. Und können wir da dann jetzt auch noch ein paar Lagerblöcke und sowas hinbauen? So, dann ist die jetzt auch komplett. Mehr geht da nicht. Wie sieht's aus? Das reicht. Jetzt haben wir nur zu wenig Fleisch. Hm. Na gut, dass wir über kurz oder lang mehr Fleisch brauchten, das war zu erwarten. Das heißt, ich brauche erstmal einen Straßenabschnitt hier, weil sonst kommen wir hier hinten nicht mehr in dieses Gebiet rein nachher, wenn wir uns das jetzt zubauen. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Das heißt, da baue ich jetzt erst die Straße dran und dann kümmere ich mich um den Rest. Ich hätte gerne eine Fleischfarm. Die hätte ich gerne gedreht. Die hätte ich gerne hier in der Ecke. Damit müssten wir jetzt erstmal wieder genug Fleisch haben mit dem, was wir da haben. Oder? Wir haben zu wenig... Ah, ich wusste es, dass wir zu wenig Sojabohnen haben. Unsere Kühe fressen ja nur Sojabohnen und nicht die Wiese, die hier wächst. Das ist eine ganz spezielle Züchtung. Da haben wir jahrelang darauf hingearbeitet, dass die nur Sojabohnen fressen. So. Damit sollten wir erstmal genug haben. Das Ding können wir dann ja noch bei Bedarf ausbauen. Ja, das reicht erstmal. So, wie sieht's aus? Wie viel Fleisch haben wir? Null. Null ist erstmal gut. Können wir erstmal so lassen, auch wenn ich es nicht so gerne sehe. Und unsere Biokost müssten wir auch noch ein bisschen ausbauen, aber da hatten wir, glaube ich, hier oben ja auch noch eine Produktion, die am Limit ist und die auch am Limit ist. Die sind beide bei 820%. Heidelwitzka. Das ist ja schon mal nicht wirklich wenig. Hallo, ich hatte auf Bauen geklickt. Dann hätte ich gerne Arbeit, Herr Biokost. Dann brauchen wir da nämlich noch eine Produktion. Dann baue ich mal einmal hier den Straßenpart um. Das nach da. Und einmal mit dem schönen Abreißtool das hier weg. Und dann könnten wir auch dieses Eckchen hier noch, genau das da, die drei Blöcke noch wegmachen. Dann haben wir da ein schönes Feld. Und ich hoffe, das ist breit genug, um genau... Ja, es ist sogar zu breit, aber das ist ja nicht schlimm. Du kaufst nichts bei mir und verkaufst mir nichts. Das bricht dem Alten nicht das Herz. Das tut mir nichts, dass dir das Herz bricht, dass ich selbst versorgt bin. Ich verlasse mich lieber auf mich selbst als auf andere. Ich weiß nicht warum, das ist so eine Sache, die ich... Oh, gemäßigt, Diamanten. Also es ist doch hier, wo kriegen wir denn jetzt Diamanten her? Das habe ich gerade gesehen. Dass man in der gemäßigten Zone die Diamanten in der Liste hat. Das heißt, irgendwo hier müsste man sie auch abbauen können. Vielleicht kommt das ja noch. Können wir vielleicht noch gar keine Diamanten? Das ist das Einzige, wie ich mir das im Moment erklären kann, weil wir haben sie nirgendwo. Oder was ist das hier? Ist es Feldspat? Kobalt? Komischen Roboter? Wir haben sie noch nicht. Und unter Manager habe ich sie auch noch nirgendwo gesehen. Und erledige es einfach. Oh, geh mir doch nicht auf die Nerven. So. Können wir die denn vielleicht nochmal eben so ein bisschen mit Wartungsdrohnen und allem Kram hier ausstatten? Einfach nur, um da den Platz zu füllen. Die hatten wir gerade. Können wir da noch so ein paar von denen hinstellen? Ups. Na, beweg dich. Zack. Haben wir das einfach, um die Lücke zu füllen, um den Platz zu nutzen. Und wir müssten noch ein paar Leute aufsteigen lassen, sehe ich auch gerade. Nehmen wir doch mal hier diesen wunderschönen Block. Ach, da geht nur einer. Das ist ja ganz klasse. Ach nee, es ist eine andere Einheit gewesen, deswegen. Da gehen aber auch nur zwei. Das waren jetzt nicht die allermeisten, von denen kann auch noch einer aufsteigen. Hier unten sind, glaube ich, auch noch ein paar, die aufsteigen möchten. Die sitzen da so zwischen den Hochhäusern. Kann ich verstehen, von da unten ist die Sicht ja auch scheiße, da will man dann halt aufsteigen. Haben wir denn noch genug Güter für alle? Wir haben jetzt zu wenig Wasser wieder und wir brauchen mehr von den tollen Verjüngungskuren. Die habe ich echt nicht vermisst. Immer beliebter. So, was brauchen wir für Verjüngungskuren, um das auszubauen? Haben wir noch irgendwo Produktion? Das war bei Admins. Dafür brauchen wir Synthesezellen. Oder wie auch immer man die genau ausspricht. Hm. Können wir das mal ausmachen, das Tool? Dankeschön. Algen haben wir noch genug, denke ich mal, laut Produktion. Ne, haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten noch genug, aber haben wir eigentlich nicht. Das
zumindest nicht so viel Überschuss, wie ich dachte. Bauen wir das Schiffchen hier mal aus. Jetzt haben wir wieder genug. Und davon haben wir eigentlich auch noch genug. Das heißt, wir bräuchten nur die Anlage an sich einmal auszubauen. Wo haben wir die denn überhaupt hingestellt? Irgendwo hier oben, meine ich. Da in der Ecke. War das hier? Ja, hier war's. Die sind auch schon komplett ausgenutzt. Da geht nicht mehr. Das heißt, wir brauchen eine neue Anlage. Die wir aber besser nicht hier hinbauen, weil hier kein Platz ist, sondern lieber irgendwo hier. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Platz. Da kann ich die Straße noch verschieben, das ist kein Problem. Stelle ich hier mal so eine Erweiterungszelle dran und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt müssen wir wieder genug haben. Falsche Karte, falscher Reiter. Jetzt haben wir auch nicht mehr genug davon. Gerade hatten wir noch so viel, jetzt haben wir nicht... Na, haben wir genug? Haben wir nicht genug? Ne, wir haben nicht genug. Haben wir denn von der Produktion noch ein bisschen was? Nee. 99%? Achso, ja, das ist ja die andere Anlage. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Jo, wir brauchen noch ein paar von den Zellen. Das heißt, wir brauchen da jetzt mal die Produktion auch noch. Stehe ich jetzt hier hin oder lieber hier? Ich glaube, ich stelle die hier so nah dran, wie es geht, an die Brücke. Und braucht dann auch gleich noch ein paar Transporter. Ja, kommt ja jetzt. Dann bauen wir hier auch noch so ein Logistikzentrum drauf. Hier ist ja noch sowas nicht ganz da. Die Brücke an die Seite. Und dann haben wir jetzt auch wieder genug Transporter. Und schon wieder zu wenig Strom. Das ist doch... Wir brauchen unbedingt mehr Energie. Das ist ja unglaublich. Oh, jetzt müssten wir auch gleich wieder genug Energie haben. Wenn ich da oben... Komme ich da überhaupt noch dran? Ich glaube nicht. So, doch, geht. Ich muss da noch mit einer Straße vorbeikommen, ansonsten wird das zu knapp. Angeschlossen ist das gute Stück. Dann können wir die Straße, die hier war, auch wieder abreißen. Die alte, die braucht kein Mensch. Strom ist da, alles wieder da. Schön. Wir haben immer noch zu wenig Wasser. Hier unten hatten wir eine Meerwasserentsalzung. Das heißt, wir können die nochmal eben ausbauen. Damit haben wir auch wieder genug Wasser. Ich würde sagen, damit haben wir hier unten soweit alles wieder im Griff. Außer, dass wir immer noch keine Diamanten herstellen können. Oder ich sie zumindest nirgendwo finde. Die bräuchten wir nämlich doch dringend, damit wir mit den Quantencomputern anfangen können. Das wird sich doch wirklich hier anbieten, wenn man das alte, in Anführungszeichen, 2070 kennt für einen Staudamm. Hier eine Mauer vorziehen, können wir doch bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise demnächst mal machen. Das wäre doch hier perfekt, hier eine Staumauer reinzuziehen, auch wenn es diesen wunderbaren Wasserfall hier zerstören würde. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich mir das mal so hier aus der Perspektive angucke. Das wäre echt fast schon schade drum, aber es bietet sich einfach an. Mal hier in den See reinspringen. Mal hier so über die Kante rüber gucken, bei das, was wir hier so haben. Das sieht schon ziemlich geil aus. Ziemlich geil. Tja, aber da werden wir dann, wenn das möglich ist, auch natürlich einen Staudamm dran machen, weil das ist eine saubere Energieerzeugung. Zumindest solange wir noch keine Generatoren auf dem Mond haben, keine kalte Fusion und so. Was machen wir denn dann jetzt mal als nächstes in den letzten 7 Minuten der Folge? Was haben wir denn noch offen? Oder was wollen unsere Leute denn noch? Eigentlich haben wir hier alles soweit erfüllt. Wie sieht's denn in der Arktis aus? Fehlt's da an was? Gucken wir mal einmal rüber. Nur an Quantencomputern, sonst fehlt's da an nichts. Das ist natürlich schön. Schon mal. Moment. So, was haben wir denn? Will irgendwer aufsteigen? Nö, eigentlich nicht. Sieht nicht so aus. Da liegt irgendein Kram rum. Baubots. Warum liegen da Baubots auf der Straße? Hier haben wir auch noch ein Kraftwerk, was noch nicht ausgebaut ist. Ein Gezeitenkraftwerk, was wir noch weiter ausbauen können. Müssen wir uns mal merken. Jetzt haben wir 2 davon. Tja, ich weiß gerade ehrlich gesagt wirklich nicht, was ich hier groß noch tun soll. Ich würde gerne Diamanten produzieren, das kann ich aber nicht. Haben wir hier noch eine Mission? Ah, unser Raumhafen, genau. Den wollten wir... vorher schon mal fertig machen, aber das ging ja nicht. Geht es jetzt? Ja! 5, 4, 3, 2, 1.
Ein historischer Moment. Die ganze Welt schaut zu Ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor Ihnen. Ihre Kolonisten erwarten Ihre Befehle. Wir sind auf dem Mond! Können wir da jetzt hinspringen? Können wir? Können wir nicht? Können wir! Und seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, hat die Orbital Watch die meisten Kolonien der LEC übernommen. Da oben sind sie auf sich alleine gestellt. Ja, seltene Rohstoffe. Was nehmen wir denn da? Ich weiß ja nicht mal, was uns hier so groß schützt. Ja, die Meteoritenkrater sind auf. Also, die Krater sind gut, damit man sich vor Meteoriteneinschlägen schützen kann. Das hatte ich schon auf der Gamescom erfahren. Aber welche Karte jetzt welche Vorteile bietet, das ist so eine Sache. Hier haben wir 24 Kraterbauplätze, das ist schon mal gut. Da nur 20, da nur 16. Seltene Rohstoffe ist okay. Ornamente wollen wir nicht. Wir gehen auf seltene Rohstoffe, wie wir es auch unten gemacht haben, denke ich mal. Ach, warum nicht? Wir nehmen die Mitte. Was soll schon passieren? Es lädt. Okay, das passiert. Sie haben Phase 3 des Mondlizenzierungsprogramms begonnen. Ihre Shuttles sind in dem ihnen zugewiesenen Siedlungsgebiet eingetroffen. Sie müssen dort eine Mondkolonie gründen und mit der Helium-3-Extraktion beginnen. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung eines stabilen Fusionsreaktors. Weitere Informationen. Feindliche Aktivitäten in der Nähe Ihres Siedlungsgebiets entdeckt. Seien Sie vorsichtig. Feindliche Aktivitäten? Oh, ist das ruckelig, das ist echt nervig. Es lädt noch. Ich dachte eigentlich, dass dieser tolle Screen, den wir gerade hatten, die Ladezeit überspielen soll. Aber ich glaube, mein Laptop lädt ein wenig zu langsam, um das hinzukriegen im Moment. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Prozent und die müssen wir halt noch abwarten. Na komm schon, 94. Komm schon, 95. 96, komm schon. Du schaffst es. 99 und 100, yes, und go. Auf den Mond. Da sind sie also. Der Mond. Ihr ganz persönliches Stück davon. Fakt ist, dass dieser Sektor immer wieder von Meteoriten getroffen wird. Ihre Bruchstücke können als Quelle für seltene Elemente aus dem All dienen. Aber machen wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Die Errichtung einer Mondbasis sollte jetzt Ihre einzige Priorität sein. Eine Mondbasis also. Gerne doch, aber wie geht das? Jetzt habe ich mich gerade unten... Die Sicherheitsvorkehrungen erfordern, dass Sie Mondkolonien nur in Kratern errichten. Sie bieten den besten Schutz vor kosmischer Strahlung und Meteoreinschlägen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in einen Krater fahren und da eine Station bauen? Das ist der Typ aus dem Trailer, der heizt hier wieder über die Hügel. Und beanspruchen. Tun wir das mal. Wir helfen uns auf unserem eigenen Gebiet herauszufordern. Gut. Du wirst lernen, dass man meine Warnungen nicht in den Wind schlagen sollte. Ja. Lass ihn kommen. Was soll schon schief gehen? So, wir sollen. Was können wir denn überhaupt, bevor wir überhaupt irgendwas sollen? Wir können. Schildgeneratoren in kleinen bauen und Wohneinheiten, sonst aber noch nichts. Das heißt, wir müssen dann auch Handelsrouten auf... Ah, guck mal! Da sind sie! Das sind doch die Dinger, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind das doch diese Exo-Einheiten-Dinger, die wir brauchen. Ist doch schon mal schön. Unsere Schildtechnologie scheint zu halten, wenn sie auch nur einen kleinen Radius hat. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal anfangen... Wie auch vorher schon auf der Erde mit einer Kolonie, die wir hier hochziehen. Das heißt, das werden wir jetzt erstmal tun. So. Da haben wir das erste. Dann hätte ich gerne hier... Ja, keine Straßen, bla bla. Wofür braucht ihr Straßen? Ihr werdet hier sowieso nicht Auto fahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwas kam gerade, ich habe es versehentlich, glaube ich, weggeklickt. Und so, wo auch immer hier gerade die Energie herkommt, wir haben hier noch keine Energiequellen. Damit haben wir die erste Kolonie hier jetzt, glaube ich, so schon mal angefangen. Es ist amtlich. In diesem Sektor befindet sich die erste Kolonie, die den Vorgaben des Mondlizenzierungsprogramms entspricht. Kein Grund zur Klage.
Vergessen Sie aber nicht unsere gute alte Erde. Um Ihre Monderträge runterzuschicken, müssen Sie weitere Landeplätze für Frachtshuttles errichten. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, Sauerstoff haben wir noch genug. Das ist schon mal sehr schön. Verjüngungskuren, bionische Erweiterung. Okay, die haben wir immer noch nicht. Können wir die nicht, bauen wir die nicht hier? Ja, es doch. Es ist erstaunlich, wie groß Ihre Kolonie in so kurzer Zeit geworden ist. Sauerstoff braucht Mondeis. Und woher... Ah, okay. Okay, keine weiteren Fragen. Mondeis kriegen wir von da. Und wir brauchen dann bitte auch ein Schild, der das Ganze abdeckt, denke ich mal. Das wäre ganz praktisch, da einen Schildgenerator hinzustellen. Dann machen wir hier auch mal eine Straße dran. So, und auch da. Der braucht auch einen Straßenanschluss. Schildbereich haben wir jetzt auch, das ist gut. Wir kriegen auch Mondeis, das ist super. Auch warum auch immer da Sauerstoff drin ist, ich hinterfrag das jetzt mal nicht. Ich bin kein Astrophysiker. Oh, das passt nicht ganz. Wir haben nicht das dafür nötige Material, um zu erweitern momentan. Das heißt, wir lassen das erst einmal so. Wie viel Sauerstoff haben wir? Wir haben Sauerstoffproduktion bei 0. Das heißt, genug. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich meine, ich hätte gerne eine kleine Reserve. Ich sammle mal eben hier alles ein, was wir hier so finden. Container, was auch immer da drin ist. Titanplatten, praktisch. Hallo, was soll das? Dieses graue Feld wollte ich nicht haben da. Wir haben jetzt auch schon mal Sauerstoff hier oben. Das ist schon mal wichtig und das ist auch gut so. Dann brauchen wir Verjüngungskuren, bionische Erweiterung, bla. Die können wir natürlich hier noch nicht bauen. Das dauert noch ein bisschen, dafür brauchen wir mehr Mitarbeiter. Die müssen wir natürlich erstmal ansiedeln. Die Verjüngungskuren könnten wir uns mal eben von der Erde holen. Die Folge ist übrigens schon lange zu Ende. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich bin hier erstmal wieder dann raus, bleibe hier erst... Obwohl, nein, das kann ich nicht machen. Ich gehe auf den Mond und werde da in der Postkartenansicht was machen. Das ist doch nicht akzeptabel so. So, nehmen wir uns hier so eine andere Seite von dem Gebäude und nehmen uns dann hier den Blick in den Mondkrater als Endscreen. Das ist doch akzeptabel. So, haben wir das hier erstmal. Wir sind endlich auf dem Mond! Völlig unerwartet. Ich dachte eigentlich, wir brauchen noch ein oder zwei Stufen Erweiterung auf der Arche, bevor wir überhaupt jemals hier hochkommen. Aber hey, es hat funktioniert. Wunderbar, wir sind jetzt hier und wir können jetzt endlich hier anfangen. Oh, das sollte, glaube ich, da runterfahren, das Mondfahrzeug hier rechts am Rand. Leichter Grafikbug, glaube ich. Aber na gut, was soll's. Wir haben es geschafft. Und in der nächsten Folge müssen wir dann zusehen, dass wir alle nötigen Waren hier hochkriegen und dann hier das Ganze soweit schon mal hochziehen, dass wir dann hier auch endlich Helium-3 extrahieren können und die Forschung beginnen für den Reaktor. Naja, viel zu tun, wie immer. Wir haben immer genug zu tun, denke ich mal. Und wir müssen nochmal wieder Aufträge machen. Das heißt, ich bin hier erstmal wieder raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.